Hallo und herzlich willkommen auf dem VPN-Tiger YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Joker auf Netflix gucken könnt. Ich habe den Film auch hier mal auf Netflix gesucht und ihr seht hier im Hintergrund, hier gibt es leider den Film nicht auf Netflix, im deutschen Netflix. Aber um den Film Joker jetzt auch auf Netflix gucken zu können, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar wisst ihr vielleicht, dass nicht jedes Netflix-Land wirklich dieselben Inhalte hat. Und deshalb müssen wir unser Netflix-Land in das Land wechseln, in dem es halt den Film Joker auf Netflix schon gibt. Und wenn man mal hier auf unix.com geht, das ist wirklich eine gute Seite, die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, sieht man, dass es den Film Joker hier im japanischen Netflix gibt. Und deshalb müssen wir uns jetzt eine IP-Adresse aus diesem Land besorgen, also aus Japan, um darauf Zugriff zu erlangen. Und es geht wirklich von überall aus der Welt aus, ganz einfach und schnell mit dem dafür besten Programm, und zwar ist das ExpressVPN. ExpressVPN ist der beste VPN-Anbieter auf dem Markt. Mit einem VPN könnt ihr eure jetzige IP-Adresse in jede beliebige IP-Adresse jedes Landes wechseln. Ihr habt also Zugriff auf Inhalte, die in eurem Aufenthaltsland sonst nicht abrufbar wären, wie hier auf den Film Joker auf Netflix. ExpressVPN bietet über 3000 Server in 94 Ländern. Ich kann mich hier jetzt auch mal ganz schnell durchklicken. Hier seht ihr die ganzen Länder im Hintergrund. Und von all diesen Ländern hier könnt ihr euch ganz einfach und unkompliziert eine IP-Adresse besorgen. Wenn ihr Interesse an ExpressVPN habt, könnt ihr das Programm auch gerne über meinen Link downloaden. Denn dann bekommt ihr noch ein sehr, sehr gutes Angebot. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Aber um jetzt auf das japanische Netflix-Programm zugreifen zu können, suchen wir bei ExpressVPN einfach hier nach Japan hier oben. Einfach Japan suchen, dann auf den Pfeil hier klicken, dann wählen wir den Server aus, zum Beispiel jetzt einfach mal Yokohama, drücken in der Mitte hier auf Verbinden und schon habe ich meine deutsche IP-Adresse in eine japanische IP-Adresse umgewandelt. Wir können jetzt mal zurückgehen auf Netflix, aktualisieren Netflix hier oben und wie ihr jetzt seht, hier steht euch jetzt der Film Joker auf Netflix zur Verfügung. Wir können da jetzt auch einfach mal draufklicken. Und wie ihr seht, es hat alles geklappt. Natürlich muss ich jetzt schnell hier auf Stopp klicken, damit hier keine Copyright-Probleme auftauchen. Audio und Untertitel sind jetzt zwar nur in Englisch, aber wenn ihr den Film jetzt wirklich schauen wollt, dann sollte das kein Problem für euch sein. Ihr könnt jetzt einfach mit ExpressVPN Joker auf Netflix gucken. Das geht wirklich ganz, ganz einfach und schnell mit ExpressVPN. ExpressVPN ist leider nicht kostenlos, aber bei ExpressVPN gibt es eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt euch das Geld, also wenn es euch nicht gefallen sollte, einfach ganz leicht wieder zurückholen. Und wenn ihr euch das Programm über meinen Link in der Beschreibung holt, bekommt ihr noch unglaubliche 49% Rabatt und das Ganze 3 Monate kostenlos, wenn ihr euch das Ein-Jahres-Abo holt. Oder ihr könnt auch einen kleinen Trick machen, den ich oft mache. Ihr holt euch einfach ExpressVPN, schaut euch zum Beispiel alle Staffeln eurer Lieblingsserie, die es im deutschen Netflix nicht gibt, an und holt euch dann das Geld innerhalb eines Monats wieder zurück. Und damit könnt ihr euch die Staffeln einfach kostenlos anschauen. Oder ihr behaltet natürlich ExpressVPN einfach und nutzt die vielen Vorteile von diesem Programm. Mit ExpressVPN könnt ihr außerdem ausländische Fernsehsender von Deutschland aus und deutsche TV-Sender aus dem Ausland anschauen. Und ich würde euch auch nicht empfehlen, ein kostenloses VPN zu benutzen. Denn kostenlose VPN-Anbieter haben nur wenige Server zur Verfügung. Die Server haben nur begrenzt Bandbreite mit schlechter Geschwindigkeit. Die meisten seriösen Seiten und auch besonders Netflix blockieren kostenlose VPNs sofort. Und außerdem bieten sie keine gute Sicherheit für euch und eure Daten. Deshalb kann ich euch nur ExpressVPN als beste Lösung ans Herz legen. Ich hoffe, dieses Video, wie man Joker auf Netflix schauen kann, hat euch gefallen. Schaut doch gerne auf diesem Kanal vorbei für mehr VPN-Videos oder klickt jetzt auf die vorgeschlagenen hier. Und wenn euch das Video geholfen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!